In diesem Video zeige ich dir, wie du ein kleines Rechenspiel selbst zu Hause spielen kannst. Als erstes brauchst du diese Punktebilder. Die sind bei dir schwarz-weiß, bei mir sind sie in Farbe, aber das macht gar keinen Unterschied. Und diese Kärtchen musst du als allererstes einmal ausschneiden. Wenn du das gemacht hast, dann legst du alle Kärtchen mit dem Bild nach oben auf den Tisch und verteilst sie ein bisschen. Nimm dir jetzt ein Kärtchen vor, zum Beispiel dieses hier. Wie lautet die Rechenaufgabe, die jetzt hier zu sehen ist? Im Punktestreifen siehst du 7 Kugeln. 4 sind durchgestrichen worden. 3 bleiben noch übrig. Die Aufgabe zu diesen Kärtchen heißt also 7 minus 4 ist gleich 3. Auf der Rückseite der Karte kannst du immer überprüfen, ob dein Ergebnis richtig war. Leg die Karte dann zur Seite und nimm eine neue. Das war's auch schon von mir. Viel Spaß beim Üben und spielen.